So. Okay, also ich begrüße alle Gäste, die zur frühen Stunde hergefunden haben, am Sonntag zur Martini. Cannabis legalisieren jetzt. Unser heutiger Gast ist Steffen Geier, seines Zeichens Hanfaktivist, Betreiber, Mitbetreiber des Hanfmuseums und vom Sachverstand her wirklich ein Wunschgast. Und er wird uns heute einiges von seinem Wissen über Cannabis präsentieren. Und wie ihr ja schon auch aus der Ankündigung entnommen habt, werden wir ein paar Fragen haben, die wir alle gemeinsam versuchen zu beantworten. Und wir werden auch versuchen, wenn die Zeit reicht, nochmal auf die aktuelle Problematik hier in Berlin bezüglich des Görlitzer Parks einzugehen. Aber wir wollen einfach mal anfangen. Also ich begrüße dich, Steffen, schön, dass du gekommen bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und kannst du uns vielleicht ganz am Anfang ein bisschen was zu Geschichte vom Hanf und Cannabis und seine Verwendung als, du schreibst es ja in deinem Buch auch als Kulturpflanze, nicht nur als Rauschgift. Aber das Wort Kulturpflanze passt eigentlich nur auf Cannabis. Das ist die einzige Pflanze, ohne die sich die menschliche Kultur nicht so entwickelt hätte, wie wir das in den Geschichtsbüchern lesen. Und auf der anderen Seite auch eine der wenigen Pflanzen, die tatsächlich nur von Menschen ausgebreitet wurden. Es ist nicht so wie das normale Getreide zum Beispiel. Gräser haben sich auf dem ganzen Planeten von ganz alleine verbreitet. Aber die Hanfpflanze hat es nicht aus dem Altai-Gebirge ausgeschafft. Das ist so ein Ausläufer des Himalaya. Bis vor 10.000, 12.000 Jahren dort Menschen hingekommen sind und auf der Suche nach Nahrung höchstwahrscheinlich Hanfsamen als ersten Bezugspunkt zu dieser Pflanze gefunden haben. Die Pflanze hat als Hochgebirgspflanze einen entscheidenden Vorteil. Um die weiblichen Blüten und damit auch um die fertigen Samen ist eine harzige Schicht, in der sich Cannabinoide befinden, die für die Pflanze als Frostschutz funktionieren. Das heißt, am Herbstende fällt die Pflanze einfach um, die Samen liegen auf dem Boden und während alle anderen Samen von Pflanzen, die in der Region sind, dann einfrieren im Winter, ist der Hanfsamen geschützt und kann deshalb im Frühling schneller auskeimen als die anderen Pflanzen. Das ist gerade im Hochgebirge, wenn die Sommer kurz sind, ein entscheidender Vorteil. Hanf hat auch noch eine relativ kurze Wachstumsphase, so nach 90, maximal 100 Tagen ist die Pflanze erntreif. Das heißt, man kann damit in relativ hohen Lagen noch Nahrungsmittel produzieren. Das haben Menschen nachweislich schon seit mindestens 10.000 Jahren getan. Die alten Chinesen haben dann sehr früh festgestellt, dass nicht nur die Samen interessant sind, sondern insbesondere der Stiel, die Sprossachse der Pflanze, ganz besondere Eigenschaften hat. Lustigerweise, weil Hanf einen Mangel hat, Mangel an Lignin, das ist ein Pflanzeneiweiß, das dafür Verwendung findet, einzelne Pflanzenfasern zu einem stabilen Sprossachse miteinander zu verkleben. Hanf hat sehr wenig Lignin und braucht deshalb einen kleinen Trick, hat die Pflanzenfasern sehr weit übereinander lappen lassen, sodass Hanf heute die härteste Naturfaser ist, die der Mensch kennt. Und das ist auch die wesentliche Eigenschaft, die Hanf ausgezeichnet hat, warum der Mensch den über den ganzen Planeten ausgebreitet hat. Es gibt keine andere Pflanze, die so einfach zu Textilien mit extrem hoher Haltbarkeit zu verarbeiten ist. Seile, Segel, Planen, menschliche Kleidung bis hin zu Schuhen und Ähnliches wurde über Jahrtausende aus Hanf hergestellt. Noch vor 100 Jahren hätten wir in so einer Runde, wie wir jetzt sitzen, eine gute Chance gehabt, dass die meisten von uns ihr Leben lang nur Hanf getragen haben. Es war die billigste Kleidung, all das, was wir so aus den mittelalterlichen Darstellungen kennen, Pelze, Wolle und so weiter, war eher was für die oberen 10.000. Aber der normale Bürger, die normale Bürgerin, die hat Hanf getragen, von dem Tuch, in das man den Säugling einwickelt, bis zu dem Tuch, mit dem man dann auf Gottes Acker landet, weil die Faser einfach viel, viel ausdauernd ist als alles, was wir sonst so kennen. Also ist es, im Grunde war es immer sehr lange ein Rohstoff und die Rauschwirkung war eher eine Nebenwirkung. Wie ist es denn dazu gekommen? Die Rauschwirkung der Hanfpflanze liegt an den Cannabinoiden, also Stoffe, die in Hanf vorkommen. Die Wissenschaftler sind mit ihren Bezeichnungen nicht immer so clever, wie man das meint. Insbesondere das THC, Tetrahydrocannabinol, und das CBD, Cannabidiol, sind zwei Stoffe, die in der Hanfpflanze vorkommen, in anderen Pflanzen nicht, die in unserem Körper auf ganz vielfältige Art in den Organismus steuernd mit eingreifen. Und deshalb wurde Hanf auch schon sehr früh als Heilpflanze benutzt. Die ältesten schriftlichen Aufzeichnungen über die Verwendung von Hanf als Heilmittel sind so 8700 Jahre alt. Damals hat man in China auf Hanfpapier schon ein Buch veröffentlicht, in dem der
Hofmediziner des damaligen Herrschers in China seinen untergebenen Ärzten mitteilt, wie man die Hanfpflanze am sinnvollsten einsetzt, insbesondere gegen Glaukome, gegen Schmerzen, Menstruationsbeschwerden, Migräneanfälle. Solche Erkrankungen kann man sehr gut mit Cannabis behandeln. Alles, was mit Schmerzen zu tun hat, profitiert dabei vom THC. Und dann gibt es noch viele andere Erkrankungen, bei denen Hanf wirkt, wo es eher um nervliche Probleme geht. Und da ist in der Regel das CBD wichtig, also zum Beispiel Epilepsie, Tourette, solche Erkrankungen. Okay, da versuchen wir nachher nochmal drauf einzugehen. Jetzt habe ich ja bei dir mal eine Führung gemacht im Hanfmuseum Berlin, was ja durchaus ein Besuch wert ist, um das hier an dieser Stelle nochmal zu sagen. Da hast du darauf hingewiesen, dass unsere ganze westliche Seefahrt und die ganze Kontinentalentdeckungsphase auch ohne Hanf so nicht möglich gewesen wäre. Kannst du da nochmal bitte kurz drauf eingehen? Alles ging davon aus, dass das erste Hanfgesetz der Welt erlassen wurde im alten China. Da hat nämlich der Kaiser verboten, Ausländern von dieser Pflanze zu erzählen. Innerhalb Chinas durfte man seine Steuern mit Cannabisprodukten bezahlen, aber das durfte auf keinen Fall nach außen dringen. Und was passiert, wenn man was verbietet? Das Interesse steigt. Also haben dann die Händler die Samen der Pflanze aus China rausgeschmuggelt. Insbesondere die Skythen haben sich da um die Menschheit verdient gemacht. Das ist ein Reitervolk, das dann durch die Steppen Asiens gezogen ist und hat den Hanf überall weiterverteilt, weil die den für Räucherzeremonien und für die Herstellung von Kleidung verwendet haben. Und so hat sich der Hanf entlang der Handelswege über den ganzen Planeten ausgebreitet. Wenn Sie das Wort Segelschiff hören, dann denken Sie vermutlich an ein hölzernes Ding. In Wirklichkeit ist das aber ein hanfenes Ding. Es gibt an keinem Segelschiff so viel Holz, wie es Hanf gibt, weil schon seit den alten Chinesen, so vor 8.000, 9.000 Jahren, Segel, Seile und so weiter aus Hanf hergestellt wurden. Der einfachste Grund dafür ist, Hanf nimmt extrem wenig Wasser auf. Wir profitieren heute alle von Baumwollkleidung, weil die sehr viel Wasser speichern kann, bevor sie nass wird. Auf Schiffen will man es aber genau umgekehrt. Man möchte nicht, dass das Segel und die Seile und die Kleidung der Matrosen beim ersten feuchten Wind auf einmal schwerer werden. Und wenn man so ein Schiff aus Baumwolle machen würde, bestücken würde, dann würde das einfach untergehen, wenn die erste feuchte Woge kommt. Mit Hanf ist das nicht so. Hanf hat noch einen zweiten Vorteil. Dadurch, dass er sehr wenig Wasser aufnimmt, entstehen dann beim Trocknen auch viel weniger Salzkristalle. Wenn man über Ozeane fährt, dann hat man das Problem, dass ganz viel Salz mit der Feuchtigkeit an das Schiff herangetragen wird. Und wenn dann mal ein Sonnentag kommt, eine Flaute, dann blühen die Salzkristalle auf, wenn das Wasser verdunstet, und die zerbrechen die Fasern von innen. Wenn man da eine andere Faser nimmt, zum Beispiel Sisal oder ähnliches, was auch mal ausprobiert wurde, dann reißen die Seile sehr schnell, sobald es wieder trocken wird. Mit Hanf passiert das nicht. Deshalb werden bis heute, auch die Gorch Fock zum Beispiel, fährt bis heute noch mit Hanfsegeln, mit Hanfseilen. Die Seekarten wurden früher aus Hanf gemacht. Die Säcke, in denen die Lebensmittel aufbewahrt wurden auf den Schiffen, werden aus Hanf gemacht. Alles, was irgendwie Textil ist an so einem Schiff, macht man traditionell aus Hanf und das auch bis heute noch. Wenn Sie den America's Cup angucken oder den Riders Cup, die großen Segelregatten, die Hightech-Schiffe haben zwar Carbon-Körper, aber die Segel und Seile sind immer noch so, wie sie vor 1000, 2000, 5000 Jahren benutzt wurden. Ohne Hanf keine Entdeckung Amerikas, ohne Hanf kein Australien. Die Welt, wie wir sie heute kennen, gäbe es ohne die Pflanze sicherlich nicht. Vor diesem Hintergrund ist es ja umso erstaunlicher, dass irgendwie ja, es ist ja eine Ächtung erfolgt, dieser Pflanze. Und uns würde jetzt interessieren, wie ist es eigentlich zu dieser Ächtung gekommen? Kannst du uns dazu was sagen? Da muss ich zunächst mal einräumen, dass die Faktenlage vergleichsweise dünn ist. Es gibt verschiedene Theorien. Das wahrscheinlichste Szenario ist eine Verschwörung zwischen Großindustriellen, die den Konkurrenten Nutzpflanze Hanf loswerden wollten. Also das, was Jack Herer in seinem Buch beschreibt? Zumindest so gut mit Indizien belegt, dass man nicht daran vorbeikommt. Es gibt keine schlüssigere Theorie. Und das, was Jack Herer damals aufgedeckt hat, Anfang der 80er, hat er ein ganz wichtiges Buch für die Hanf-Szene geschrieben, The Emperor Wears No Clothes. Auf Deutsch würde der Titel heißen, des Kaisers neue Kleider, aber wenn Sie danach suchen, finden Sie nur ein Märchen. Die deutsche Ausgabe heißt viel passender die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Denn genau das war das Buch. Und Herrer hat in dem Buch unter anderem gezeigt, dass in den 30er Jahren sich große Industrielle zusammengeschlossen haben, um die Hanfpflanze zu ächten, namentlich William Hurst, der größte Waldbesitzer damals, jemand, der Holzpapier hergestellt hat, und für Papier war Hanf Kleidung
die ultimative Ressource. Hanfpapier hält deutlich länger als Fichtenholz oder Tannenpapier, was wir heute benutzen. In den 20er Jahren kam dann noch dazu, dass ein Verfahren entwickelt wurde, um aus den Schäben der Hanfpflanze, also der Stiel der Pflanze hat zwei Bestandteile, die Fasern außenrum und in der Mitte ist so ein hölzernes Material, die Schäben, und aus daraus konnte man seit den 20ern Papier herstellen. Und das hat die Pflanze extrem billig gemacht als papierpolutete Pflanze. Das war für Hörst ein Problem, weil er gerne Holzpapier verkaufen wollte. Deshalb hat er sich engagiert, um Hanf loszuwerden. Als zweites kam dazu der Chef des Chemiekonzerns DuPont, der gerade die Nylonfaser patentieren ließ und die Textilfaser Hanf loswerden wollte und der auch sehr viel Geld verdient hat mit Additiven, um Benzin aus Erdöl besser fahrbar zu machen, klopffester zu machen und ähnliches, motorschonender. Was dann wiederum den dritten Mitspieler auf den Plan gerufen hat, nämlich den Herrn Mellon, seines Zeichens Chef von General Motors. Und General Motors hatte damals, wie jeder Automobilkonzern, die Wahl, entweder auf Biodieselfahrzeuge sich zu konzentrieren oder auf Erdölbenzin, sogenannte Petroleummotoren. Und General Motors hat sich im Gegensatz zum Konkurrenten Henry Ford damals für die Benzinvariante entschieden, haben gesagt, wir wollen Petroleumautos, wir wollen Ottomotoren nach klassischem Vorbild, weil dann aber die Dieselproduktion insbesondere aus Hanfsamen in Schwung gekommen ist. Es gab sehr, sehr viele Hanfsamen, damals ist nicht so wie heute, heute sind Hanfsamen wahnsinnig teuer, aber früher waren die ein Abfallprodukt, ein Nebenprodukt der Fasererzeugung. Da konnte man relativ billig Biodiesel aus Hanfsamen herstellen, man konnte die Fahrzeugkarosserien aus Hanf machen. All das wollten die General Motors nicht und hat dann den Schwiegersohn des General Motors Chefs, einen Herrn Harry Jacob Anslinger, einen dicken Bündel Geldscheine in die Hand gedrückt. Damals Ende der 20er, gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise, waren 100.000 US-Dollar wirklich viel, viel Geld. Und Anslinger hat das Geld benutzt, um es William Hurst weiterzureichen. Und Hurst hat jedem, der ihm eine Horrorgeschichte über Cannabis bringt, egal ob sie stimmt oder nicht, $500 bezahlt. Das reichte damals aus, um sich ein Auto zu kaufen und noch Benzingeld für ein Jahr zu haben, damit man mal so eine Vorstellung kriegt. Und das hat dazu geführt, dass in den Jahren 34 bis 36 quasi jeden Tag in der Zeitung von William Hurst Schauergeschichten über Cannabis erzählt wurden. Insbesondere solche mit rassistischem Hintergrund wurden sehr, sehr gerne abgedruckt. Das heißt, weiße Südstaaten-Sheriffs haben erfundene Geschichten weitergereicht, dass schwarze, weiße Frauen mit Cannabis gefügig machen. Insbesondere Jazzmusiker gerieten damals in den Fokus der Öffentlichkeit, sodass dann 1937 der Kongress der Vereinigten Staaten auf Druck von Anslinger den sogenannten Marijuana Tax Act beschlossen hat. Damals noch kein Hanfverbot, sondern man hat halt eine neue Steuer eingeführt und ohne die Steuer zu bezahlen, war es illegal, Hanf anzubauen. Und dann haben die den Trick angewendet, die Steuermarken einfach nicht rauszugeben. Das heißt, niemand konnte mehr legal Hanf anbauen. Die Steuermarken lagen damals einfach nur in den Finanzämtern unter Verschluss und das war gut. Zum Glück für den Hanf kam dann irgendwann der Zweite Weltkrieg. 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus und wo immer Krieg ausbricht, wird Hanf angebaut. In Deutschland erschien die kleine Hanffibel, die junge Menschen dafür begeistern sollte, die Pflanze wieder weiter zu verbreiten. In den USA lief der Propagandafilm Hemp for Victory in allen Kinos und in Opernhäusern wurde vorher Vorträge gehalten etc. pp. Wann immer Leuten zu den Waffen greifen, ist das gut für die Cannabis-Freunde. Also für Kriegszwecke ging es dann plötzlich wieder so? Natürlich. Man kann halt einfach so einen Krieg nicht führen, ohne genügend Planen, ohne Stiefel, ohne Munitionstaschen etc. Und pp. Und da nimmt man dann den Hanf dafür, der hält einfach deutlich länger. Bis vor 100 Jahren war es Teil der Ausbildung aller Soldaten, Spinnen und Seile drehen zu lernen. Und wenn die dann zum Beispiel einen Russlandfeldzug hatten und die Schuhe zwischendurch kaputt gegangen sind, dann haben sie halt das nächste Dorf überfallen, den Hanf abgeerntet und wussten alle, wie man aus den Pflanzen so die Schuhe wieder repariert, die Hosen flickt etc. pp. Verstehe. Besonders zynisch ist ja vor dem Hintergrund, dass zum Beispiel die Produkte Heroin und Kokain noch nicht in diesen Akt reinfielen damals, hast du ja, glaube ich, in deinem Buch geschrieben, sondern dass das noch von unserer Pharmafirma, der Bekannten, ja weiterhin angeboten werden durfte. Das ist eine andere Entwicklung. Es gab kurz vor dem Ersten Weltkrieg das Phänomen, dass da neue Rauschmittel auf den Markt gebracht wurden,
bei denen man noch gar nicht wusste, dass sie ein Abhängigkeitsrisiko haben. Heroin zum Beispiel ist ursprünglich mal als Hustenmittel erfunden worden, damals noch unter einem anderen Markennamen. Das Wort Heroin wurde dann erst im Ersten Weltkrieg geläufig, weil der Erste Weltkrieg der erste Krieg war, bei dem massenhaft Schmerzmittel ausgeteilt wurden. Und insbesondere die Opioide, Heroin ist ja ein Opiumprodukt, Morphin, das war halt im Ersten Weltkrieg das Schmerzmittel der Wahl. Das hat dummerweise dazu geführt, dass in den kriegsführenden Nationen ein Millionenheer Opiatsüchtiger nach Hause gekommen ist. Und aus dem Heros, aus dem Medikament, das es dem Krieger ermöglicht, trotz abgeschossenem Bein weiterzukämpfen, wurde auf einmal ein Alltagsproblem, was dazu geführt hat, dass man sich zum ersten Mal Gedanken über die gesundheitspolitischen Folgen von solchen Chemikalien im Kopf gemacht hat und dann internationale Opiumkonferenzen abgehalten hat, bei denen es primär darum ging, die Märkte abzustecken, wer darf in welche Region der Welt Heroin, Kokain etc. zu verkaufen. Aber es gab insbesondere aus Nordamerika durchaus Einflüsse, die gesagt haben, wir müssen das alles verbieten, wir müssen das ähnlich wie mit Alkohol machen, eine Prohibition schaffen, eine drogenfreie Gesellschaft schaffen. Das erste Mal, dass diese Formulierung drogenfreie Gesellschaft auftaucht, ist 1923 bei einer Opiumkonferenz in Genf, als der kanadische Vertreter gesagt hat, das muss doch das Ziel dieser Konferenz sein, dass wir eine drogenfreie Welt schaffen. Seitdem rennt auch die deutsche Politik diesem vermeintlich hehren Ziel hinterher. Wir alle wissen, dass es an der Realität vorbeigeht. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Kaffee. Ja, das hat ja nun dazu geführt, dass zum Beispiel unsere Autohersteller nicht darüber sprechen, dass sie Cannabis, also Hanfprodukte verbauen in ihren Autos, weil sie Angst haben, in die Nähe von Drogen gerückt zu werden. Genau, also es gibt eine ganze Reihe Produkte, die heute Hanf beinhalten, bei denen es aber nicht auf der Packung draufsteht, weil die Pflanze Cannabis so ein fürchterlich böses Drogen-Image hat. Der Klassiker sind PKWs. Sie alle haben in ihrem PKW so 5 bis 10 Kilo Hanf. Das liegt daran, dass viele der Teile, die man früher für die Innenverkleidung und sowas aus Plastik gemacht hat, heute aus sogenannten faserverstärkten Biokunststoffen sind. Was heißt, solange auf dem Markt noch Hanffasern zu haben sind, macht man das aus Hanf. Hat den großen Vorteil, Hanf hat so harte Fasern, egal wie Sie den verarbeiten, Sie kriegen niemals eine Schnittkante. An einer Hanfpflanze können Sie sich nicht wehtun. Der kriegt nur Bruchkanten, damit kann man sich nicht schneiden und ähnliches. Und wenn jetzt ein Auffahrunfall passiert oder ähnliche Niedriggeschwindigkeitsunfälle, dann zerplatzen die Innenteile im Fahrzeug, das Armaturenbrett, die Lautsprecherverkleidung und sowas, nicht mehr wie in den 70er, 80er Jahren in 1000 messerscharfe Splitter, sondern in 1000 stumpfe Splitter. Und sie kriegen allerhöchstens noch blaue Flecken, keine Schnittverletzungen mehr im Gesicht, im Oberkörper, wie das vor 20 Jahren noch üblich war und auch viele Leute dann zu Tode gebracht hat. Man verblutet relativ schnell mit solchen Wunden und wenn man in der Nacht irgendwo mit niedriger Geschwindigkeit einen Baum traf, dann wurde man am nächsten Morgen tot aufgefunden. Okay, dann versuchen wir jetzt mal den Bogen zu schlagen. Wir haben ja jetzt also fast ein Jahrhundert Dämonisierungskampagne hinter uns. Wir haben aber jetzt ja gerade auch in den USA, in Uruguay und in anderen Ländern beispielhafte Vorgehensweise dafür, dass man es auch wieder integrieren möchte, also als Kulturpflanze und auch als Rauschmittel bzw. Medizin. Ich würde jetzt gerne mal versuchen, den Bogen nach Berlin zu schlagen. Wir haben ja im Moment aktuell das Problem, oder was heißt aktuell, schon seit längerem mit dem Görlitzer Park, wo eine offene Szene herrscht, wo also jetzt von der Politik von verschiedenen Seiten, also unter anderem von der Frau Hermanns, die Bezirksbürgermeisterin von den Grünen, hat ja jetzt da so einen Vorstoß gemacht. Unser Innensenator ist da nicht so für zu haben. Wir würden das aber natürlich gerne irgendwie mittragen. So, welche Möglichkeiten siehst du denn jetzt als erfahrener Aktivist, da tatsächlich mal gegen diese Dämonisierung und für eine vernünftige Lösung etwas voranzutreiben? Zunächst mal, das Phänomen Görlitzer Park ist tatsächlich nicht neu. Wenn man nachguckt in Schriften von 1870, 1880, wird schon an den genau gleichen Stellen der Straßenhandel mit Drogen ausgeführt. Cottbusser Tor, Görlitzer Park, das Arbeiterviertel, das damals dort existierte, in Neukölln, das, was wir heute als Hasenheide kennen, das waren damals schon die Hauptumschlagplätze für illegalisierte Drogen. Was damals in erster Linie hieß, Menschen, die keinen Bock haben, Steuern auf ihre Drogen zu bezahlen,
weil die Substanzen selbst noch nicht verboten waren. Also vor 100 Jahren hätten wir so eine Veranstaltung nicht erlebt, ohne dass jemand mit einem Bauchladen mit Kokain und sowas reinkommt. Das gehörte zum guten Ton. Zwischendurch mal ein Näschen schnupfen ist so wie heute eine Rose kaufen für die Dame. Das war auch kein Problem, weil es die gesellschaftliche Ächtung der Substanzen noch nicht gab. Und wenn jemand Probleme mit seinem Substanzkonsum hatte, dann führte das nicht zwangsläufig dazu, dass er ins Soziale ausgerät. Er wurde nicht ausgegrenzt, nicht seiner Erkrankung überlassen, sondern so wie wir heute zum Beispiel für Alkoholiker die Regelung haben, dass man die nicht kündigen darf, solange sie sich in der Therapie befinden, gab es gesellschaftliche Schutzvorschriften, ungeregelt, nicht gesetzlich geregelt, aber so soziales Miteinander, das dafür gesorgt hat, dass auch Kokainisten Professor sein konnten. Also solche Sachen sind durchaus üblich. Heute ist das eher ein heimliches Vergnügen, aber die Beliebtheit von Drogen hat sich da nicht geändert. Und jetzt, um mal den Sprung nach heute zu schaffen, zum Görlitzer Park, da muss ich leider sagen, das ist ein Wahlkampfgag der Grünen, der sich verselbstständigt hat. Vor der letzten Bundestagswahl wollten die Grünen die entscheidenden Prozente in Berlin damit holen, dass sie sich wieder als liberale Kraft in der Drogenpolitik darstellen. Das hat ja Ende der 90er schon mal funktioniert. Die erste Regierung Schröder hätte es ohne die Stimmen der Kiffer sicherlich nicht gegeben. Aber die haben das Problem gehabt, dass das Internet mittlerweile existiert und nicht mehr vergisst. Und dann kamen sie von dieser Idee, wir machen da mal was gegen die Probleme im Görlitzer Park, nicht wieder weg. Und seitdem versucht die Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg möglichst wenig Bewegung zu machen, damit das Thema lange unkonkret bleibt. Also es gab ja eine Ankündigung, dass dieser Antrag bis März fertiggestellt werden wird. Ich bezweifle das sehr stark. Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen heißt es, dass noch nicht allzu viel gemacht worden ist an diesem Antrag. Und das ist auch okay, weil alle Beteiligten wissen, dass so ein Modellversuch gegen den Willen der Landesregierung unmöglich ist. Wir müssen deshalb darauf hoffen, dass es irgendwann eine Landesregierung in Deutschland gibt, die bereit ist, so einen Modellversuch zu machen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt in der nahen Zukunft passieren wird. Ich glaube nicht daran, dass wir einen Modellversuch zu Coffeeshops im Görlitzer Park kriegen, bevor die Legalisierung in Deutschland komplett durch ist, weil die Zeitfenster einfach zu groß sind. Also selbst optimistische Grüne rechnen mit einem Zeithorizont von 5 bis 7 Jahren, bevor über den Antrag entschieden ist. Ich warte jetzt persönlich 36 Jahre und es gab immer mal so Momente, wo es kurz davor war. Du sagst also, dass es auf Landesebene wenig aussichtsreich ist, das müsste dann vom Bund geregelt werden. Auf Bezirksebene ist es wenig aussichtsreich. Auf Landesebene sieht das anders aus. Wenn ein Bundesland bereit ist, einen Modellversuch zu machen und das beim BfArM, dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die sind dafür zuständig, die Ausnahmegenehmigungen zu erteilen, unter anderem für solche Modellversuche. Wenn da ein Bundesland hingeht und vielleicht noch eine gute Universität als Begleitung hat, als Betreuung, dann wird die Luft für eine Ablehnung dünn. Und dann könnte man auch was probieren, aber der politische Wille in diese Richtung ist eher dünn gesät. Ja, nun bist du ja auch freies Mitglied in dieser Arbeitsgruppe Sucht- und Abgabestelle, die sich ja im Dezember gegründet hat und im Hanfmuseum trifft. Also gibt es ja durchaus Leute, die versuchen, mit ihrer eigenen Kompetenz da zu unterstützen. Bloß der Bogen zur Politik konnte noch nicht so richtig geschlagen werden. Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Ich begleite die Drogen- und Suchtpolitik der Piraten ja nun schon ein bisschen länger, war unter anderem auch an dem suchtpolitischen Programm zur Berliner Landtagswahl beteiligt, habe an dem Bundessuchtpolitischen Programm der Piraten mitgearbeitet. Insofern freue ich mich, wenn da Basisinitiativen kommen, die das Thema weitertragen. Aber es gibt auch in den Piraten relativ wenig Großkopferte, die sich des Themas tatsächlich mit Herzblut annehmen. Wir haben hier Simon sitzen zum Beispiel, der ist eigentlich ins Abgeordnetenhaus gekommen, um da mal richtig Rabatz zu machen, aber er musste halt auch lernen, dass das mit dem Rabatz machen mit nur einer Faust nicht so leicht ist wie mit einer Fraktion mit 60, 70 Menschen. Okay, verstehe. Jetzt würde ich gerne den Bogen schlagen zu der, also weg von der Problematik, mal hin zu, was bedeutet denn jetzt eigentlich der Cannabisrausch für die Konsumenten? Also es ist ja immer so, wir haben da diesen Professor aus Hamburg, wie heißt er nochmal? Thomasius. Der Anti-Kiffer. Der Anti-Kiffer also, ist, glaube ich. Wenn Sie in Deutschland mal jemanden brauchen, der was gegen Cannabis sagt, dann gibt es da in Hamburg ein Mietmaul am UKE.
Professor Dr. Rainer Thomasius, wenn Sie den Namen mal googeln, wird Ihnen hoffentlich so schlecht wie mir. Okay, der ist ja, glaube ich, Nachfolger von Püschel. Püschel hat das ja initiiert damals in Eppendorf, soweit ich weiß. Und dann wurde dort eben, also das ist eine Klinik für Suchtkranke und dort werden auch minderjährige Cannabis-Missbraucher tatsächlich noch teilweise in Einzelzimmern zum Entzug gehalten und solche Dinge. So. Jetzt gibt es aber natürlich Konsumenten, die sagen, ja, klar, es gibt Problematiken. Und du hast ja in deinem Buch klare Statistiken auch dazu, dass es also wirklich um die 3% ist, ja, die einen problematischen Konsum haben. Es ist ein Rauschmittel und Rauschmittel, genau, sind nicht ohne Risiko. Genau, eben. Aber jetzt haben wir aber doch eine überwältigende Anzahl von Leuten, die da unproblematisches Konsumverhalten haben oder zumindest unauffälliges. Und ja, warum rauchen die? Der Professor Kleiber von der Charité hat im Auftrag der Bundesregierung Mitte der 90er mal die deutsche Cannabis-Szene so ein bisschen genauer erforscht, hat eine vergleichende Literaturanalyse gemacht, eigene Umfragen mit eingebaut und der hat dann rausgekriegt, dass man das so pauschal nicht sagen kann. Die Anzahl der Konsumenten ist einfach so groß, dass die Konsummotivationen sehr, sehr unterschiedlich sind. Das geht los vom klassischen 13-, 14-, 15-Jährigen, der das in erster Linie mal ausprobieren möchte, weil es was Verbotenes ist und weil man damit einen gruppendynamischen Effekt auslösen kann. Man kann eine Clique zusammenschweißen, indem man das gemeinsam tut, so als Mutprobe und Ähnliches. Und das geht dann quer durch alle Altersklassen, alle Bevölkerungsschichten bis hin zum 70-, 80-jährigen Rentner, ehemaligen Regierungsrat, der Cannabis in seiner Freizeit benutzt, um seine Frau nicht totzuschlagen. Das sehe ich genauso. Es zieht sich durch alle Schichten, auch Rentner, auch die bürgerlichen Schichten und so weiter. Aber ich mache das mal eben, ich gehe da mal drauf ein. Also der Rausch hat ja eine gewisse Stimmungsverstärkung, bringt für manche eine gewisse Empathie. Ja. Der Professor Greenwald von der Harvard-Uni beschreibt es ja als Enhancement. Also eine Art Verbesserung der geistigen Fähigkeiten oder so? Gegen solche gerichteten Begründungen wehre ich mich immer sehr, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das bei den wenigsten Konsumenten so ein reflektierter Umgang mit der Substanz ist. Und das setze ich voraus, wenn das tatsächlich eine Erweiterung des Bewusstseins sein soll, dann muss man sich vorher seiner selbst bewusst sein. Und das funktioniert halt nicht, wenn man 14, 15-jährig ist und vor der Schule die erste Bong raucht, sondern da muss man ein bisschen ein höheres Alter haben, da muss man reflektieren können und das vor dem Konsum tun, nicht erst, wenn man konsumiert hat. Natürlich macht es Spaß, sich breit Gedanken zu machen, aber das ist dann kein Enhancement mehr, das ist eine Freizeitgestaltung, so wie Kino gehen oder Bier trinken oder Ähnliches. Okay, ich bezog das jetzt auch eher auf die erwachsenen Konsumenten, auf die reiferen. Natürlich muss der Jugendschutz gelten. Du hast ja in der Arbeitsgruppe auch einen schönen Vorschlag gemacht. Du hast ja gesagt, warum? Wir brauchen eigentlich keine neuen Cannabis-Gesetze. Wir setzen einfach statt Tabak Cannabis ein. Das ist ein Vorschlag, den ich vor anderthalb, zwei Jahren mal für einen Kongress entwickelt habe. Es hieß immer, wir können das nicht legalisieren. Es weiß ja keiner, wie man das machen soll. Und ich als gelernter Jurist habe mir dann gesagt, das kann doch nicht so kompliziert sein und habe mir mal alle gesetzlichen Vorschriften, die den Umgang der Deutschen mit Tabakwaren regeln, genommen. Das sind gar nicht so viele. Es gibt ein Tabakwarengesetz, es gibt ein Tabaksteuergesetz, es gibt das Jugendschutzgesetz und so ein paar kleinere Nebenvorschriften. Und wenn man sich die nimmt und alles rausstreicht, was sich auf EG-Richtlinien bezieht oder EU-Richtlinien, die nur für Tabak anzuwenden sind und dann von dem, was übrig bleibt, immer das Wort Tabak durch Cannabis ersetzt, kommt da eine sehr, sehr schlüssige Regelung raus, die den Deutschen erlauben würde, bis zu 40 Pflanzen für den eigenen Bedarf anzubauen. Alles, was darüber hinausgeht, alles, was für den Handel bestimmt ist, muss mit dem Finanzamt vorher abgeklärt werden. Wir müssen da das Rad nicht neu erfinden. Die Pflanze ist ja nicht besonders risikoreich. Es ist jetzt nicht Plutonium oder sowas, das von der Pflanze an sich eine Gefahr für die Umwelt ausgehen würde. Man kann problemlos hier vor die Tür einen 40-Tonner Rand voll mit Marihuana stellen, ohne dass Berlin irgendwelche negativen Auswirkungen davon befürchten müsste. Und dann kann man auch zu Hause damit gefahrlos umgehen. Sicherlich müssen wir uns überlegen, wie machen wir das, wenn Kinder in der Nähe sind oder sowas. Da unsere Aufklärung über diese Pflanze ist einfach schrecklich schlecht. Wenn ich mir angucke, wie viele
50-jährige, 60-jährige Damen sich bei uns im Museum melden, weil sie Ärger mit der Polizei kriegen, weil sie die Vögel gefüttert haben und da Hanfsamen rausgefallen sind, dann keimen die auf und für die Polizei ist erstmal wurscht, ob die Pflanze Wirkstoff enthält oder nicht, die treten halt die Tür ein. Dann weiß ich, dass in der Bevölkerung einfach über die Pflanze viel zu wenig Information ist. Und wenn ich so einer älteren Dame erlaube, 40 Hanfpflanzen, potente Sorten zu Hause anzubauen und die weiß das im Zweifel gar nicht, was ihre Enkel da im Garten treiben, dann muss man sich schon überlegen, ob es tatsächlich so leicht ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Aber ich bin mir sehr sicher, wenn politischer Wille da ist, können wir morgen die Gesetze im Bundestag verabschieden. Ich habe sie fertig zu Hause liegen, das kann man in Lesung bringen, abstimmen und bis zur Hanfparade kann Cannabis in Deutschland legal sein. Okay, super, danke. Also jetzt gehen wir nochmal auf die Gefährdung ein. Du beschreibst ja auch in deinem Buch schön so bestimmte Suchtgrade und auch Zeichen, wie man jetzt als Eltern, auf was man achten kann, ohne dass man jetzt gleich in die Hysterie verfällt. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass du das in deinem Buch getan hast, weil man das ja eigentlich sonst nicht findet. Das dann nennen wir doch den Titel mal. Das Buch heißt Rauschzeichen, Cannabis, alles, was man wissen muss. Es ist mittlerweile schon ein bisschen alt, das gebe ich gerne zu, ist von 2008 und richtet sich in erster Linie an Eltern und Angehörige von Cannabiskonsumenten, weil ich in meiner täglichen Arbeit die Erfahrung gemacht habe, dass die Konsumenten schon relativ viel Informationen über die Pflanze haben, aber die Leute, mit denen die zu tun haben, insbesondere die Nicht-Konsumierenden, mit denen die zu tun haben, Lehrer, Trainer in Sportvereinen, die eigenen Eltern, Verwandte, Freunde und sowas, die wissen relativ wenig. Also habe ich mit Georg Wurth, dem Chef des Deutschen Hanfverbandes, damals mein Arbeitgeber, zusammen ein Buch geschrieben, in dem ich unter anderem Eltern erkläre, was kann man denn, wie kann ich agieren, wenn ich befürchte, dass mein Kind Cannabis konsumiert, was sind da die Grenzen, wo es noch unbedenklich ist. Und so als Faustformel kann man sagen, wenn bei Leuten über 16 Jahren, unter 16 sollte man Cannabis meiden, über 16 Jahre nicht mehr als 0,5 Gramm im Wochendurchschnitt geraucht werden pro Tag, dann ist das vergleichsweise unbedenklich. Klingt jetzt erstmal viel, so 3,5 Gramm pro Woche für einen 16-Jährigen, aber vom medizinischen her ist das vergleichsweise unbedenklich. Wir alle produzieren fortwährend Cannabinoide. Wir sind Gras, wie das Markus Berger auf der Hanfparade mal so schön gesagt hat. Ohne Cannabinoide würden wir nicht funktionieren. Deshalb kann man unserem Körper auch eine gewisse Menge Cannabinoide zuführen, ohne dass der gleich aus der Bahn gerät. Es gibt keine körperliche Abhängigkeit oder ähnliches. Wenn das der Fall wäre, dann wären wir alle von Geburt an schon cannabissüchtig. Okay, aber dann gibt es jetzt ja diese Legenden über sehr stark genmanipuliertes Gras. Der THC-Gehalt hätte sich vervielfacht. Wir hören immer wieder, dass es wirklich zu psychotischen Ausfällen kommen kann, gerade bei jungen Menschen. Was ist denn da jetzt eigentlich dran? Ich fange einfach mal mit dem letzten an, weil es tatsächlich ein reales Risiko ist. So 1% der Weltbevölkerung haben eine genetische Disposition für schizophrene Erkrankungen, für psychotische Erlebnisse. Wenn solche Menschen Rauschmittel gleich welcher Art nehmen, dann steigt das Risiko ganz erheblich. Wenn in Ihrem familiären Umfeld in direkter Linie jemand psychotisch, schizophren oder sowas ist, dann empfehlen wir eine Genanalyse. Kostet so 20 Euro, die Krankenkasse bezahlt Ihnen dann den Test im Zweifel auch, wenn Sie bei einer richtigen Krankenkasse sind. Und dann können Sie zumindest ermitteln, ob Sie zu den Leuten gehören, die diese genetische Disposition haben. Wer die hat, sollte auf Cannabis verzichten. Weil Cannabis in der Lage ist, das ist relativ unstrittig, sogenannte Psychosen zu triggern, also auszulösen. Es kann bei einem gesunden Menschen keine psychotischen Erlebnisse schaffen, die nach dem Abklingen der Substanzwirkung noch vorhanden sind. Aber es kann bei Menschen, die eine entsprechende latente Psychose haben, die Psychose auslösen. Und das ist unangenehm, weil das im Zweifel bedeutet, dass man sein ganzes Leben lang Psychosemedikamente nehmen muss, um normal zu sein. Psychosen sind keine angenehme Erkrankung, auch wenn man die von außen nicht sieht, machen die das Leben doch ganz schön kaputt. Die anderen Legenden sind tatsächlich eher Legenden, insbesondere das mit der Genmanipulation. Man hört auch in Cannabiskonsumentenkreisen immer wieder die große Angst vor Monsanto und George Soros und dass da angeblich die Legalisierung in Uruguay nur finanziert von Monsanto stattfindet, damit die genmanipulierte Saatgut. Aber es ist keinem seriösen Vertreter der Szene auch nur annähernd irgendwie ein Hinweis darauf bekannt und alle Beteiligten streiten das vehement ab, dass Geld in diese Richtung investiert wird. Es ist auch gar nicht nötig.
Die veränderten Wirkstoffgehalte lassen sich viel leichter erklären über normale Zuchtauswahl. Da muss ich nicht Frankenstein spielen. Es reicht, wenn ich Mendel gelesen habe und immer die Pflanzen nehme, die das gewünschte Wirkstoffprofil haben. Aber die Konsumenten wollen gar nicht immer stärkere Sorten. Wir haben den großen Vorteil, dass wir in den Niederlanden seit 30 Jahren einen vergleichsweise liberalen Hanfmarkt haben und da relativ gute Studien durchgeführt werden. Unter anderem macht das Trimbos-Institut einmal im Jahr eine Befragung der Coffeeshops. Welche Sorten werden denn bei euch verkauft? Was bezahlen die Leute dafür? Wie beliebt sind bestimmte Sorten? Und da kann man sehen, dass seit mehr als 15 Jahren durchgehend die meistverkauften Sorten so um die 13-14% THC-Gehalt sind. Natürlich gibt es Ausreißer, 20-25% THC-Gehalt in Marihuana oder bis zu 50% THC-Gehalt in Haschisch oder bei den sogenannten Extrakten bis zu 70-80% THC-Gehalt. Aber das ist halt nichts, was für den Alltagsumgang geeignet ist. Das ist so, wie es Bier gibt und es gibt Schnaps und es gibt Strohrum und es ist sehr wohl möglich, jeden Tag ein Bier zu trinken, aber jeden Tag eine Flasche Strohrum zu trinken, macht ganz schön kaputt. Und das merken die Konsumenten auch und die allermeisten Leute nehmen Rauschmittel ja, um sich wohlzufühlen und nicht, um sich kaputt zu machen. Deshalb wählen die THC-ärmere Sorten. Beim Cannabis kommt jetzt noch dazu, dass es nicht nur ein Wirkstoff ist, sondern dass eine ganze Vielzahl von Stoffen in der Pflanze die Wirkung beeinflussen. Wir hatten vorhin schon das CBD genannt, das ist sehr wichtig für das Rauscherlebnis. Das THC, das wichtigste Rauschmittel, das ist das, was für das High verantwortlich ist. Das macht kontaktfreudig, ist ein sogenanntes Entaktogen. Das heißt, es macht Lust, auf andere Menschen zuzugehen und seine Gefühle mitzuteilen. Es macht kreativ. Die Leute neigen dazu, außerhalb ihrer gewöhnlichen Wege zu denken. Man kennt das, dass man dann so 1000 Gedanken auf einmal hat. Es gibt den natürlichen Gegenspieler CBD. CBD ist eher sedierend, beruhigend. Bei meinen Führungen im Museum erkläre ich den Leuten immer, THC ist das, was die Kiffer nach dem Joint sagen lässt, los, jetzt gehen wir raus und machen Blödsinn. Und CBD ist das, was dafür sorgt, dass sie dann doch zu Hause bleiben und den ganzen Abend PlayStation spielen. Das CBD hat auch eine eher schmerzdämpfende Wirkung, glaube ich. Ne? Also CBD ist bei uns im Körper an der Isolation von Nervenzellen mitbeteiligt. Deshalb ist die medizinische Verwendung von CBD eher in Richtung Nervenerkrankungen, Bewegung des Muskelapparates. Multiple Sklerose ist ein klassisches Beispiel, Epilepsie, Tourette, spastische Probleme und sowas. Die Schmerzwirkung kommt vom THC, das Tetrahydrocannabinol, weil das in unserem Körper daran beteiligt ist, den Schmerz Zellen zu sagen, das Gehirn hat den Reiz empfangen, du kannst jetzt aufhören, Schmerzsignale zu senden. Wenn du zu wenig körpereigenes THC, das sogenannte Andanamid im Körper hast, dann geht der Schmerz nicht mehr weg. Wenn man sich stößt, dann senden die Nervenzellen ein Schmerzsignal und irgendwie muss das Gehirn den Schmerz ja wieder abschalten. Das macht das körpereigene THC, Andanamid. Wenn man davon zu wenig hat, dann kann man das von außen reichen, indem man Cannabis konsumiert. Okay. Gut, jetzt will ich noch mal gerne den Bogen schlagen in die Politik. Ja? Wir haben ja von unserem Innensenator Frank Henkel von der CDU ganz klare Statements gehört zum Thema Cannabis. Wir haben aber auch in der kleinen Anfrage der Linken ganz eindeutige Statements gehört, dass nicht mal seine eigene Verwaltung daran glaubt. Das soll ja zum 1. April jetzt eingeführt werden, so eine neue Null-Toleranz-Politik in Berlin an gefährlichen Orten und rund um Jugendeinrichtungen und sowas. Aber das ist verfassungsmäßig einfach nicht möglich, nicht sauber zumindest. Deshalb hat die Verwaltung des Innensenators bis heute auch noch keine Aktivität ergriffen. Die müssen erstmal abwarten, was der eigentlich vorhat. Die wissen noch nicht, wo die Regeln eingeführt werden sollen. Die wissen noch nicht, wie man das machen soll. Es ist auf alle Fälle nicht möglich, so wie der Innensenator das gesagt hat, dass man die geringe Menge einfach abschafft, weil das Bundesverfassungsgericht 1994 gesagt hat, wenn ihr das macht, dann ist das gesamte Betäubungsmittelgesetz bezüglich Cannabis hinfällig. Insofern, aus meiner Perspektive wäre es schön, wenn man jetzt so eine Law-and-Order-Überreaktion haben würde. Das würde das Ende des Hanfverbots nur beschleunigen. Okay, verstehe. Danke für diese Sicht. Ja, okay, jetzt haben wir ja schon ganz schön viel durch. Wir sind aber immer noch nicht so richtig auf die positiven Seiten eingegangen. Wir gehen mal zu den Patienten. Ja? Also Menschen, die aufgrund einer Erkrankung Cannabis konsumieren möchten oder dürfen möchten. Ja?
Da gab es ja auch Schwierigkeiten, die du in deinem Buch beschreibst, die ja inzwischen tatsächlich immer mehr anfangen, sich aufzulösen. Also wir haben in Berlin ja 30 Leute, glaube ich, die dürfen. Für Berlin weiß ich die Zahlen nicht. Deutschlandweit sind wir jetzt bei 364 oder 65, je nachdem, ob die Behörde letzten Freitag noch einen Antrag genehmigt hat. Okay, und die dürfen also sich Cannabis in der Apotheke besorgen? Ich glaub, sofern die Apotheke ihnen was liefern kann. Aha. Wir haben das Problem, es gibt keinen deutschen Hersteller für medizinisches Cannabis. Das muss alles aus den Niederlanden importiert werden. Die niederländische Firma ist aber nicht darauf vorbereitet, so einen großen Markt wie Deutschland zu befriedigen. Und selbst bei nur 360 Patienten kommt es immer wieder zu Versorgungsengpässen, was im Zweifel für die Betroffenen bedeutet, dass sie die Wahl haben zwischen Schwarzmarkt oder Tod. Und dann gehen die lieber auf den Schwarzmarkt. Wir hatten jetzt im Dezember 4 Wochen, in denen es in ganz Deutschland kein medizinisches Marihuana zu kaufen gab. Jetzt kam Anfang Februar die nächste Lieferung, die hat 2 Tage gehalten. Und 12 Patienten konnten befriedigt werden. Die anderen 350 sitzen weiter auf dem Trocknen. Also es funktioniert nicht. Nee, wir haben so massive Probleme, dass mittlerweile sogar der CSU-Bundesgesundheitsminister Gröhe einsieht, dass man da irgendwas machen muss, weil sie schlicht Angst haben, dass ihnen die Gerichte das Verbot um die Ohren hauen. Letzten Juli haben die Zeitungen in Deutschland geschrieben, jetzt dürfen Cannabis-Patienten anbauen. Und tatsächlich hat das Verwaltungsgericht in Bonn entschieden, dass BfArM darf die Anträge auf Anbau nicht mehr pauschal ablehnen, sondern muss irgendeine Möglichkeit schaffen, wie man mit so einem Antrag auch durchkommen kann. Das Bundesgesundheitsministerium hat postwendend Revision eingelegt. Und aktuell denken sie darüber nach, ob es nicht vielleicht besser wäre, die doch noch zurückzuziehen. Sie prüfen gerade, ob das nicht im Gerichtsverfahren schon so weit fortgeschritten ist, dass sie es durchziehen müssen. Wenn es noch nicht so weit ist, dann würden sie die Revision gerne wieder zurücknehmen. Verstehe. So, mein Eindruck ist ja ein bisschen, also es ging von Amerika damals aus, hauptsächlich, wurde dann übernommen letztendlich über die Organisation, UNO, Weltgesundheitsorganisation. Mhm. So, und jetzt ist ja aber Amerika eigentlich wieder Avantgarde, was das angeht. Jein. Also die Bundesregierung, die damals für das Verbot zuständig war, ist mitnichten Avantgarde. Die haben es jetzt gerade mal geschafft, dass der Kongress der DEA verboten hat, Mittel einzusetzen, um in Staaten aktiv zu werden, in denen es legal ist. Aber die Bundesgesetze sehen Marihuana in den USA, Cannabis im Allgemeinen, immer noch als Pflanze ohne medizinisches Potenzial. Und ergo als Pflanze, die unter allen Umständen zu bekämpfen ist. Dass wir in Colorado und Washington legale Genussmittelstaaten haben, dass die Hälfte der Bundesstaaten Medical Marihuana Vorschriften erlassen hat, hat dann noch nicht nach Washington durchgeschlagen. Okay, danke für die Information. Aber es wäre ja jetzt erfreulich, wenn unsere Politiker, die ja oft so ein bisschen vasallenartig daherkommen, eben auch in vielleicht jetzt umschwenken würden oder sich darüber mal, also darüber anfangen würden, darüber nachzudenken, ähnlich zu agieren. Hältst du es denn für sinnig, über diese medizinische Schiene zu gehen, oder bist du eher, so wie ich, ein Radikalvertreter, der sagt, nee, wir wollen jetzt aber endlich legal rauchen? Das sind für mich 2 völlig unterschiedliche Fragen. Es ist völlig unstrittig, dass wir Patienten die bestmögliche Behandlung geben müssen. Ja, du hast geschrieben, das ist ein Menschenrecht in deinem genau, Buch. Genau. Unabhängig davon, ob es da um Cannabis geht oder um Opiate oder was auch immer. Wer heilt, hat Recht. Und was heilt, sollte eine Frage zwischen Arzt und Patient sein. Da hat die Politik sich nicht einzumischen. Sogar die Krankenkassen sollten sich da eigentlich raushalten. Wenn das Medikament helfen kann, dann muss es auch bezahlt werden. Und gerade bei Cannabis hat es den Vorteil, dass es vergleichsweise billig. Das kann man im Notfall auch irgendwie herstellen, zu Hause auf dem Fensterbrett in verlässlichen Qualitäten. Ein anderes Problem ist, wie viel Rauschautonomie lässt der Staat seinen Bürgern zu? Und da haben wir immer noch einen Staat, der mehr so sagt, meine Bürger sind doof, die müssen an die Hand genommen werden, denen muss man sagen, das ist okay und das ist nicht okay. Wir müssen auf Weinflaschen eine Abbildung von schwangeren Frauen drauf machen, damit die schwangeren Frauen wissen, dass sie keinen Alkohol trinken dürfen. Und wir müssen auf jede Zigarettenschachtel so groß draufschreiben, dass Rauchen gefährlich ist, weil die Raucher alle so doof sind, die vergessen das. Wenn wir denen das nicht jedes Mal bei jeder Zigarette wieder sagen, dann haben die das sofort wieder vergessen. Und das ist halt ein Verhalten, das gerade ausstirbt. Die Grünen sind die letzte Partei, die da noch in die Richtung zuckt. Die würden am liebsten alles verbieten, was irgendjemand anderem Spaß macht. Aber
weltweit gesehen ist das eine Politik, die wieder weggeht. Wir kommen mehr dahin, dass wir dem Bürger die Freiheit geben, selbst über sein Leben zu entscheiden. Es gibt viele Bereiche, in denen wir diese Regelungswut gar nicht angefangen hatten. Die allermeisten Sportarten, die in Deutschland in Vereinen ausgeübt werden, sind gefährlicher als Cannabis zu konsumieren. Das Verletzungsrisiko ist hoch. Ab und zu stirbt jemand sogar beim Fußball. Was mit Cannabis noch nie passiert. Deshalb gibt es keine rationalen Gründe, ausgerechnet den Umgang mit Rauschmitteln so restriktiv zu machen. Und das ändert sich. Aber in Deutschland ist die Politik längst nicht so vasallig, wie man sich das manchmal wünschen würde. Auf der anderen Seite ist es auch gut. Unsere Demokratie profitiert sehr davon, dass unsere Berufspolitiker so träge sind. Die machen eine Menge Blödsinn nicht mit, den wir bei unseren Nachbarländern erleben dürfen. Ich sage jetzt mal Kopftuchverbote in Frankreich oder Moscheeverbote oder ähnliches. Das sind Reaktionen, die daraus entstehen, dass die Politik irgendwas machen will. Und in Deutschland haben wir da nach den Erfahrungen der Weimarer Republik Mechanismen eingebaut, die dafür sorgen, dass diese erste Hasswelle erstmal abebben kann. Und wenn man dann immer noch Regelungsbedarf sieht, dann macht man das. Insofern wird es das mit dem Cannabis in Deutschland auch regeln, aber es wird nicht so ruckartig gehen, wie wir das aus anderen Ländern kennen. Okay, und das liegt ja auch an dem Informationsdefizit, jetzt auch gerade unter Ärzten und Psychologen, um das nochmal anzusprechen. Und also unter Politikern. Also wenn ich mit Politikern diskutiere, wie viele davon, wenn sie in die Diskussion reingehen, noch denken, Haschisch, das ist dieses weiße Pulver, das man sich in die Nase spritzt. Da sind halt wirklich 40 Jahre Propaganda, 40 Jahre Desinformation. Und es gibt kaum staatliche Informationen, die da objektiv sind. Ja, wir haben ja eine Regelung, dass das, was ein Arzt, ein Mediziner verschreibt, auch so richtig ist. Und nee, haben wir nicht. Also doch, ne? Also nein, wenn zulässig was ist, was der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten und Krankenkassen für richtig hält. Nicht mal unser Bundesgesundheitsminister könnte Cannabis in den Regelkatalog der Krankenkassen übernehmen. Wir hacken da immer mal auf der falschen Leute rum. Das nicht, natürlich. Aber wenn jetzt zum Beispiel, ich habe auch neulich auf so einem Patiententreffen, da wurde dann gesagt, wenn ich meinem Psychiater sage, dass Cannabis mir hilft, dann drückt er mir einen Flyer von der Drogenberatung in die Hand. Ja. Und das ist ja eine hilflose Reaktion, so, die man von einem Psychologen oder Psychiater eigentlich nicht erwartet. Der muss doch eigentlich gar nicht Bescheid wissen. Und kann man da der hat ansetzen? Vorschriften, nach denen er handelt. Und da steht drin, wenn jemand zu dir kommt und hat ein substanzspezifisches Problem, dann musst du, bevor du eine Psychotherapie machen darfst, erstmal dieses Substanzproblem angehen. Was eigentlich auch sinnvoll ist. Wenn jemand eine Alkoholerkrankung hat und deshalb Depressionen, dann nützt es nichts, gegen die Depressionen aktiv zu werden, solange der das Alkoholproblem nicht unter Kontrolle hat. Das Schlimme ist, dass bei Cannabis schon 10 Konsumerlebnisse im Jahr ausreichen, um in die abhängigen Ecke zu kommen. Es heißt, wer mehr als nur gelegentlich Cannabis konsumiert, hat per Definition ein Problem und gelegentlich ist dann definiert als 10 Konsumerlebnisse pro Jahr. Das heißt, wer einmal im Monat Cannabis konsumiert, ist für die Behörden suchtkrank. Und der wird entsprechend auch austherapiert. Das heißt, er kriegt erstmal eine Entgiftung und eine Gesprächstherapie. Und wenn er dann hinterher immer noch in Behandlung sein möchte, dann können wir gerne auch über die Depressionen reden, aber bis dahin musst du erstmal damit klarkommen, dass wir dir dein Antidepressiva wegnehmen. Okay, verstehe. Jetzt kommen wir mal zu den Konsumformen noch am Ende. Wir kommen langsam zum Ende. Jetzt gibt es ja interessante technische Geräte, so wie dieses, den Vaporizer, der also nicht mehr verbrennt, das Kraut, sondern wo man halt Kräuter einfüllt, die dann mit einer bestimmten Temperatur verdampft werden, um das Gesundheitsrisiko zu mindern. Würdest du sowas grundsätzlich befürworten oder ist das jetzt eine individuelle Entscheidung? Wie schädlich ist denn das Rauchen in deinen Augen? Ich bin kein Mediziner, kein Lungenspezialist, deshalb kann ich dir die Frage, wie schädlich ist das Rauchen, nicht wirklich vollumfänglich beantworten. Es ist mit Sicherheit risikoreicher, Pflanzenmaterial zu verbrennen, als die Wirkstoffe andersartig zu konsumieren. Und im Gegensatz zu den Konsumformen Speisen und Getränke ist so ein Vaporizer sehr schnell in der Wirkung. Die Anflutungsgeschwindigkeit beim Rauchen ist unübertroffen, da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn jemand eine Schmerzattacke hat, dann ist es mir 10-mal lieber, er greift zum Joint und raucht und ist nach 2 Minuten schmerzfrei, als er nimmt einen Vaporizer und muss 20 Minuten warten oder er isst was und muss eine Stunde warten. Aber für eine Dauertherapie ist das sicherlich ein richtiges Gerät.
Für mich als alten Nikotinsüchtigen ist es keine Alternative, weil die Wirkung von Tabak und Cannabis sich wechselseitig beeinflussen und ich mag diesen Mischkonsumeffekt. Ich habe auch einen Vaporizer zu Hause, auch schon relativ lange, ich habe meinen 2001 gekauft. Das heißt, es ist auch jetzt keine neue Technologie, das wird nur gerade populär. Aber auf Dauer ist mir das Rauscherlebnis aus dem Vaporizer nicht so angenehm wie das über die normalen Verbrennungsmethoden. Und dann kommt es noch ein anderes Phänomen. Gerade jüngere Konsumenten wollen noch höhere Anflutungsgeschwindigkeiten. Die benutzen dann zum Beispiel Bongs oder rauchen Eimer oder sowas. Und da geht es nur darum, die Rauchkonzentration so zu beeinflussen, dass die Anflutungsgeschwindigkeiten noch höher werden. Wenn eine Möglichkeit gefunden wird, Cannabis zu fixen, also wasserlöslich zu machen, bin ich mir sicher, dass es auch Menschen gibt, die das ausprobieren werden, weil theoretisch das die höchste Anflutungsgeschwindigkeit hat. Deshalb, du sagtest jetzt Bong, was ist das bitte genau? Eine sogenannte Wasserpfeife. Das heißt, wenn man einen normalen Joint hat, dann raucht man ja, zieht den Rauch direkt in die Lunge ein. Das heißt, in dem Rauch sind noch eine Menge Schwebstoffe und andere Sachen, die man gar nicht rauchen möchte. Eigentlich will man ja den Wirkstoff und die Aromen. Und mit einer Wasserpfeife kann ich dafür sorgen, dass der Rauch zumindest durch Wasser gefiltert wird, was dann den Rauch ein bisschen abkühlt. Das macht es angenehmer, ihn zu inhalieren. Und es nimmt eine Menge Schwebstoffe raus, Teere und solche Sachen, die ich sonst normalerweise einatme. So eine Bong gibt es mittlerweile an jedem üblichen Laden, in Berlin sogar an Tabakwarenläden. Das ist eh immer ein schöner Hinweis darauf, wie verbreitet Cannabiskonsum in der Bevölkerung ist. Sie finden an jeder Tankstelle in Deutschland Longpapers. In jedem Tabakwarengeschäft in Deutschland Longpapers. Und das ist nicht so, dass die tatsächlich nur für besonders lange Zigaretten benutzt werden, sondern ich würde mal schätzen, so 99,5% der Longpapers werden tatsächlich für Cannabis-Tabakmischungen oder Cannabis-Pur-Zigaretten verwendet. Ja, da sind wir heute besser dran als noch in den 70ern auf jeden Fall, dass du ja in deinem Buch als Cannabis-Steinzeit beschreibst. Nun habe ich damals in Bremen meine ersten Erfahrungen gemacht, da war es noch etwas anders. Mhm. Da gab es eine sehr freie, offene Szene im Ostertor. Auch der Handel war sehr frei und dort gab es dann den ersten Utopia-Laden, wo man dann auch Fachprodukte kriegen konnte, also richtige Blättchen und auch entsprechende Pfeifen. Gut. Ja, und 30 Jahre später wird Utopia von der Staatsanwaltschaft mit einer Hausdurchsuchung überzogen und die Kundendaten werden beschlagnahmt. Aktuell laufen in Deutschland gerade massenhaft Hausdurchsuchungen bei Leuten, die bei Udopea Anbau für Pflanzen bestellt haben oder Düngemittel oder ähnliches, Fachliteratur. Das ist auch nicht das erste Mal. Die Szene ist da vergleichsweise verwundbar. Hier bin ich ja bei Piraten. Es wäre extrem wichtig, dass mal ein Pirat mit nötigem Sachverstand den Kiffern klar macht, wie man sicher mit Personendaten umgeht. Bitte, bitte, bitte gebt euch Mühe und macht da irgendwie so ein Trusted-Shop-Modul oder sowas. Es ist echt eine Unsitte, dass in diesem mit Strafbarkeit behafteten Umfeld so wenig sauber mit Personendaten umgegangen wird. Wir hatten das ja jetzt auch schon bei Catweasel zum Beispiel, eine Firma. Da wurden dann 250 Hausdurchsuchungen an einem Tag in ganz Deutschland gemacht. Und warum? Weil die eine Klarnamen-Datenbank mit ihren Kunden hatten. What the fuck? Wie kann ich sowas machen, wenn ich Sachen verkaufe, von denen ich genau weiß, dass meine Kunden die illegal benutzen? Ja, das ist wirklich ein Problem. Auch selbst die Händler für Vaporisatoren, da gab es auch schon eine Razzia. Da wurde auch dann Kundenstatistiken als Grundlage genommen. Und das ist ja sehr schizophren eigentlich, ne? Wir haben einen Fachhandel. Wir haben diese Blättchen an jeder Tankstelle, wie du sagst, aber die Substanz ist nach wie vor illegal. Also was ist denn das eigentlich für ein Spagat? Ich habe es ehrlich gesagt lieber so rum schizophren als andersrum. In den USA ist der Verkauf von solchen Paraphernalia, also Zubehör zum Konsumieren von Drogen, verboten. Führt dazu, dass man in den USA keine Einwegspritzen mehr kaufen kann und solche Sachen, weil die sind ja potenziell für den Konsum von Drogen verwendbar. Und ich habe lieber eine Welt, in der man Drogenzubehör legal kaufen kann, ohne die Drogen kaufen zu können, als mein Arzt kann mir nur eine unsaubere Spritze geben, weil er keine Einwegspritze in der Apotheke kriegt und ähnliche Sachen. So richtig aus der Schizophrenie raus kommen wir nur, wenn wir legalisieren, weil halt das Drogenverbieten an sich schon schizophren ist. Das schafft genau die Probleme, die es vorgibt, zu lösen. Und selbst da, wo es potenziell helfen könnte, also man kann ja
zumindest mal unterstellen, dass die Nachfrage sich davon irgendwie beeindruckt zeigt und abnimmt oder dass die Angebotsseite sagt, oh, das wird mir jetzt zu heiß, 15 Jahre Gefängnis drohen für Cannabishandel in Deutschland. Das lassen wir mal lieber. Wir haben in Berlin 3 Leute, die in Sicherungsverwahrung sitzen. Die kommen nie wieder aus dem Gefängnis raus, weil sie notorische Cannabishändler sind. Aber das ändert trotzdem nichts daran, dass deren Job auf dem Markt von 2 anderen Leuten instantan übernommen wird. Insofern, Schizophrenie müssen wir ertragen, solange wir weiter Drogen verbieten. Irgendwann hört das auf, dann können wir die Schizophrenen mit Cannabis behandeln. Okay, verstehe. So, das war ja jetzt sehr kompakt. Und ich würde jetzt einfach gerne nochmal dazu übergehen, euch zu bitten, eventuell noch Fragen oder Hinweise oder ja, irgendwas beizusteuern zur Diskussion. Ja, hallo. Wir hatten jetzt mal ganz kurz die Situation hier in Berlin angerissen und die beschränkt sich ja nicht nur auf den Kampf um den Görlitzer Park, sondern eine der allerersten Amtshandlungen der neuen, jetzt dann mit an der Regierung beteiligten CDU, war ja im Jahr 2012 gleich erstmal die Absenkung der erlaubten Menge, also der nicht strafverfolgten Menge von bisher 15 Gramm ins Feld zu führen. Na, das sollte man vielleicht mal tatsächlich sauber machen. Ja. Also man liest in der Zeitung immer wieder, eine geringe Menge Cannabis sei erlaubt. Das ist de facto nicht so. Auch für 0,001 Gramm Cannabis kann man in Deutschland rechtskräftig verurteilt werden. Und wird man in Bayern auch? Wird man im Zweifel auch in Berlin, wenn die Einstellungsvoraussetzungen nicht vorliegen. Insbesondere das Vorhandensein von Nicht-EU-Ausländern ist in Berlin so ein Kriterium, das immer wieder Leute dazu bringt, dass sie dann doch verurteilt werden. Das haben sie extra in die Richtlinie geschrieben, um die Zustände im Görlitzer Park und sowas zu bekämpfen. Wenn die Presse mal wieder schreibt, die Dealer hätten so wenig dabei, damit sie vom 31a profitieren können, könnt ihr euch sagen, das funktioniert nicht. Das sind alles Nicht-EU-Ausländer, für die gibt es keinen 31a in Berlin. Pech gehabt. Jugendliche ist auch so ein Thema. Wer mit 16, 17 erwischt wird in Berlin, auch wenn er nur 1 Gramm dabei hat, der kriegt eine Therapie aufgebrückt, damit das Verfahren eingestellt wird. Da gibt es auch keinen 31a, kein Absehen der Staatsanwaltschaft, weil mangels öffentlichen Interesse. Das ist eine sehr windige Nummer und eines Rechtsstaats eigentlich unwürdig. Na, auf jeden Fall wurde ja dann dieser Vorstoß von den 3 CDU-Senatoren, Henkel, Czajer und Heilmann, dann damit begründet, dass einerseits das Verfassungsgericht ja damals in diesem Cannabis-Urteil ja auch den Bundesländern auferlegt hatte, da vielleicht mal eine einheitliche Rechtspraxis in den Ländern zu schaffen, was dann aus der Berliner Perspektive bedeutet hätte, dass eben auf den ansonsten in Deutschland eher verbreiteten Mindermengen Wert von 6 Gramm abzusenken von den aktuellen 15. Und dazu wurde dann eben auch eine Anhörung, also keine parlamentarische Anhörung, sondern so eine, weiß gar nicht, gibt es eigentlich gar keinen geregelten Weg für, sondern die 3 CDU-Senatoren haben eben Experten, sage ich mal in Anführungszeichen, eingeladen, ein bisschen was zu erzählen. Außer dem Herrn Wurth vom Hanfverband waren das 5 Menschen, die alle übereinstimmend gesagt haben, dass das, was du vorhin auch schon gesagt hattest, die Wirkstoffmenge immer weiter irgendwie gestiegen sei und dass man ja nicht davon ausgehen sollte, dass das irgendwie vielleicht das gleiche Gras sei, wie das, was man selber in den 70ern vielleicht nochmal konsumiert hat, sondern dass das inzwischen alles dieses Frankensteingras ist, mit Wirkstoffgehalten von weit über 148% und so. Und das war schon eine wirklich schauderhafte Veranstaltung. Also in dem Moment, das war im Frühling 2012, war eigentlich klar, dass mit der SPD-CDU-Regierung hier in Berlin jeder Versuch, dieses Thema anzufassen, halt einfach nur in die falsche Richtung gehen kann. Das war so eins der Probleme. Das macht halt einfach die Situation hier gerade ziemlich schwer. Und auch jetzt der Vorstoß, sozusagen über den Görli nochmal zu reden, hat ja letztlich jetzt zu dieser abstrusen Regelung geführt, dass man da und in U-Bahn-Haltestellen und überall, wo man eine Schule irgendwie sehen kann, irgendwie die 31a-Regelung jetzt irgendwie ganz abgeschafft werden soll. Also es ist einfach gerade eine ganz blöde Situation hier. Das
deswegen denke ich mal, dass wir mit der Legalisierung tatsächlich auch auf Landesebene gerade sehr schwierig haben. Ist meine persönliche Einschätzung. Vielleicht hast du da noch... Das sehe ich sehr ähnlich, ist aber okay. Das sind die letzten Zuckungen der Prohibition. In 5 oder 6 Jahren ist das Thema durch. Wir werden uns noch wundern, wie schnell das geht. Wir sind gerade im Januar 89 und erzählen uns, die Mauer wird noch in 100 Jahren stehen. Bleiben Sie mal ganz unruhig. Das Rad der Geschichte dreht sich eindeutig in Richtung Legalisierung. Nochmal zum Girlie. Bezeichnend war ja, dass bei dieser Razzia, ich glaube, die war im November oder Oktober, wo irgendwie 100... Razzien sind beinahe täglich im Girlie. Ja, aber da war eine richtig große, ne? Da wurden ja auch die Büsche dann gestutzt und es wurden 100 Beamtinnen dort in den Park geschickt. Und wir haben also in unserer Timeline auf Twitter Leute gehabt, die parallel zu der Razzia dort im Umfeld Gras gekauft haben. Also so viel zur Effektivität. Es ist also... Der absolute Effektivitätshöhepunkt im vergangenen Jahr war aus meiner Sicht, dass die Polizei Flugblätter verteilt hat, wie man im Görlitzer Park richtig gefahrarm Drogen einkauft. Die haben nicht etwa geschrieben, Achtung, Achtung, ihr dürft hier keine Drogen kaufen, sondern die haben gesagt, ja, wenn ihr schon Drogen kauft, dann seid bitte vorsichtig, dass er nicht in dunkle Nebenstraßen geht, weil ab und zu kommt es mal vor, dass die Drogenhändler auch jemanden auf die Nase hauen und ihm das Geld einfach wegnehmen. Und das ist schon... also noch offensichtlicher kann die Berliner Polizei nicht zeigen, dass sie eigentlich auf Seite der Legalisierer ist. So eine nach Hilflosigkeit stinkende Maßnahme wie bitte kauft nicht bei den falschen Drogenhändlern, das ist es macht im Moment Spaß, Legalisierer zu sein, ja. Okay, ja, immerhin etwas fortschrittlicher als Hamburg, die ja damals vor 12 Jahren mit der Schill-Partei nochmal diese Law-and-Order-Nummer versucht haben, wegen dem Schanzenpark. Das ist ja auch ziemlich nach hinten losgegangen. Also da sind dann ja die Wähler, also die offene Drogenszene ist quasi bei den Wählern der Schill-Partei gelandet, dort in den S-Bahnhöfen, also in Barmbek und an der Elbe und solche Dinge. Und zwar nicht mehr am Bahnhof, gut, ne, aber eben dann da, wo die Wähler gesessen haben letztendlich. Das war ja auch eine ziemliche Verarschung letztendlich. Das haben wir in Berlin auch. Ich bin jetzt seit 1998 in Berlin und seitdem werden die Heroinkonsumenten, Kokainkonsumenten die U8 entlang getrieben. Mal sind sie ein bisschen weiter im Norden Richtung Wedding und dann werden sie da zu auffällig, dann schickt man sie wieder zum Kotti und dann ist es da zu schlimm, dann ziehen sie 2 Stationen weiter zum Hermannplatz. Und das ist aber auch kein neues Phänomen. So Verdrängungsprozesse gab es auch schon vor 100, 120 Jahren, nur hat man damals halt noch geprügelt und heute schreibt man. Ja, und du sagtest ja eingangs, dass damals auch eine gesellschaftlich höhere Akzeptanz für solche Suchterkrankungen vorhanden war. Man hat die halt als Erkrankungen verstanden und nicht als kriminelle Entscheidungen. Ja, man hat Verfehlung. Genau. Das war okay, der hat ein Problem mit seinem Kokainkonsum, dann ist er halt gestrauchelt, dann helfen wir ihm, dass er wieder aufstehen kann und dann geht's weiter. Heute würde man sagen, ja, der hat sich ja mit Absicht außerhalb der Gesellschaft gestellt, den stecken wir jetzt erstmal in die geschlossene und wenn er dann nach 4 Jahren immer noch nicht wiederhergestellt ist, dann behalten wir ihn halt einfach für immer. Okay, gibt es von euch noch Fragen? Ja, vielen Dank. Was mich interessieren würde, wäre noch mal ein bisschen weg von diesem Fokus hier und jetzt, sondern die Frage, gibt es Visionen und Ideen für Europa? Siehst du sozusagen da auch Chancen oder Potenziale, was die politische Handlungsweise dort angeht? Es gibt keine europäische Drogenpolitik. Drogenpolitik ist in vielen Staaten der EU eine Frage des Innenressorts. Und es gibt noch zum Glück, möchte ich fast sagen, keine europäische Innenpolitik. Ganz, ganz unterschiedliche nationale Wege. Wenn man sich Europa mal ein bisschen genauer anguckt, dann ist es umgekehrt in Deutschland. In Deutschland ist so, der Süden ist strenger als der Norden. In Europa ist es eher umgekehrt. In Skandinavien sind die Drogengesetze am härtesten, im Mittelmeerraum am flexibelsten. Wir haben in Europa eine Menge Länder, die gerne mehr machen würden, insbesondere Spanien, Portugal, Tschechien, Österreich. Und die lassen sich dann aber von Frankreich und Deutschland den großen Bremsen innerhalb der EU immer wieder zurückdrängen. Deshalb bin ich mir sehr sicher, wenn Deutschland fällt, fällt Europa. Und wenn Europa fällt, dann auch der Rest der Welt. Danke. Ich habe noch eine konkrete Frage zum Thema THC-Gehalt bzw. Steigerung des THC-Gehaltes. Ich glaube, du bist ja auch darauf eingegangen, was es braucht und
das ist Information und die Menschen, die informiert werden müssen, müssen vor allem die Angst davor verlieren, was alles Schlimmes passieren kann. Und du hattest auch gesprochen über ja, eben den THC-Gehalt und die Steigerung des THC-Gehalts. Wie sieht es denn jetzt genau aus? Also du hast auch gesagt, es gibt halt bei Alkohol Bier und Wein und Schnaps und es gibt bei Cannabis auch verschiedene Stärken. Woher weiß ich das denn als Konsument? Wie kann ich mich darüber informieren? Woher weiß ich, welche Sorte welchen THC-Gehalt hat? Und wie kann man aktuell gar nicht. Die einfachste Methode rauszukriegen, welchen THC-Gehalt das Gras hat, ist zur nächsten Polizeidienststelle zu gehen und eine Anzeige zu machen. Dann analysieren die das nämlich. Man muss nur dafür sorgen, dass es mehr als 15 Gramm sind, weil sie unter 15 Gramm die Analyse verweigern, weil ja eh nicht rauskommen kann, dass es jetzt eine nicht geringe Menge ist. Es gibt eine Besonderheit im deutschen Recht, wer mehr als 7,5 Gramm reines THC dabei hat, der muss eine Mindeststrafe von einem Jahr rechnen. Das ist die sogenannte nicht geringe Menge. Und alles, was im Verdacht ist, eine nicht geringe Menge zu sein, müssen Sie analysieren auf den Wirkstoffgehalt. Das heißt, wer rauskriegen will, wie stark ist mein Haschisch, der trägt 15,2 Gramm davon in die nächste Polizeidienststelle. Dann kriegt er 4 Wochen später einen Brief, wo drin steht, das Haschisch hatte übrigens einen Wirkstoffgehalt von Prozent. Ansonsten gibt es auf dem Schwarzmarkt einfach keine Qualitätskontrollen. Und ohne Qualitätskontrolle auch keine Nachweise, keine Beipackzettel oder ähnliches, wie wir das von Bierflaschen gewohnt sind, da steht ja drauf 4,9 Volumenprozent oder 5,9 oder was auch immer. Das wäre auf einem legalen Hanfmarkt auch so. In den USA haben wir ja die Möglichkeit, so verschiedene Regelungsmodelle anzugucken. Und in den meisten Medical-Marihuana-Staaten ist es tatsächlich so, dass der THC-Gehalt und der CBD-Gehalt ausgewiesen werden müssen. Und das ist kein Problem. Die Konsumenten können sich dann sehr schnell rantasten. Für manche Patienten ist es noch zu wenig. Es gibt 60 Cannabinoide und man kann die nicht alle analysieren und ausweisen. Deshalb muss man schon auch noch ein bisschen rumprobieren. Aber zumindest kann man das risikoarm tun. Gefahrlos ist das falsche Wort, aber risikoarm. Ich denke, dass wir in Deutschland auf einem legalen Markt auch solche Wirkstoffangaben haben werden. Wenn, wie ich hoffe, mein Modell sich durchsetzt, dann ist das vorgesehen. Im Cannabis-Gesetz steht das drin. Und nochmal ganz klar zu der Steigerung des Cannabis-Gehalts, zum Beispiel jetzt auch von den Züchtungen, die es gibt. Das hatte ja Simon, glaube ich, gerade auch angesprochen. 148 mal der THC-Gehalt. Was ist da an sowas dran? Also Da spielen zwei Phänomene Hand in Hand. Das eine ist ein Unterschied bei den Analysemethoden. Bis Mitte der 70er Jahre wurden Gesamtpflanzen analysiert. Die Polizei hat quasi nicht gewusst, dass die Kiffer nur die Blüten haben wollen und hat deshalb ganze Pflanzen mit Stumpf und Stiel zerhäckselt und dann den THC-Gehalt bestimmt. Und in den 70ern sind sie dann dazu übergegangen, nur noch die rauschwirksamen Bestandteile zu überprüfen. Deshalb gibt es in den 70ern auf einmal so eine Verdopplung, Verdreifachung des Wirkstoffgehaltes, obwohl sie an den Pflanzen, die analysiert wurden, überhaupt nichts geändert haben. Aber seither ist nach Aussage des Bundeskriminalamtes, die in Deutschland die Analysen sammeln und auswerten, und auch nach Aussagen der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle EMCDDA, der Wirkstoffgehalt relativ konstant. In Deutschland gab es in den letzten 10 Jahren keine Meldungen, die größer als 13,6 und kleiner als 13,3% durchschnittlicher Wirkstoffgehalt ist. So sauber arbeiten die Cannabisproduzenten. Die wollen den Markt bedienen und der Markt will 13,% THC-Gehalt. Das ist einfach für die allermeisten Konsumenten sehr, sehr angenehm. Wenn es viel mehr ist, dann muss man sich niedriger dosieren. Das wird dann schnell unangenehm für Leute, die Dauerkonsumenten sind, die nebenbei noch arbeiten wollen oder ihre Kinder erziehen oder was auch immer. Die können dann nicht so viel THC-Gehalt konsumieren, dass sie unfähig werden zu arbeiten. Wenn es weniger wird, dann haben die Leute subjektiv das Gefühl, sie müssten viel, viel mehr rauchen. Und das machen sie dann nicht. Was ein Phänomen ist, dass sehr junge Konsumenten sehr, sehr hohe THC-Gehalte suchen. Und wenn man dann die Probierphase hinter sich hat, dann pendelt sich das irgendwie ein. Mit Menschen über 30 Jahre, weiß ich genau, mit meinem Gras sind die glücklich. Ah, ich habe doch eine relativ breite empirische Basis, was das angeht. Also vielen Dank. Ich bin Suchttherapeutin vom Grundberuf damals, ehemals. Und ich muss sagen, dass sogar bei mir in der Branche im Bereich diejenigen, die tagtäglich mit Menschen, die Cannabis konsumieren, die Informationen, die ich heute gekriegt habe, dass die dort fehlen und ich werde die dahin weiterreichen. Dann bring die doch mal alle mit. Ich mache regelmäßig und sehr gerne Führungen im Hanfmuseum hier um die Ecke. Auch heute haben wir noch offen bis 20 Uhr.
Ja, also ich gehe heute aus dieser Veranstaltung raus, dass wir eigentlich nicht mehr viel tun müssen für die Freigabe von Cannabis, wenn ich dich richtig verstanden habe. Steffen, du sagst... Es ist natürlich schöner, wenn man was tut, ja, weil jeden Tag im Drogenkrieg Menschen sterben. Wir haben uns hier ein bisschen eingeigelt in unserer bequemen Zone, aber in Mexiko sind im Kampf um Marihuana letztes Jahr 60.000 Menschen zu Tode gekommen. In Afghanistan sterben jeden Tag Kinder, weil wir kiffen in Deutschland. Und da müssen wir dann schon auch den Arsch hochkriegen und dafür sorgen, dass es halt nicht 6 Jahre dauert, sondern vielleicht nur 4. Naja, mein Kernresümee der heutigen Matinee fußt ja auf deiner Aussage gegenüber Simon, dass es im Grunde genommen so sein wird, dass der Kampf eigentlich schon entschieden ist. Wir brauchen nur 6 Jahre Zeit und dann wird Cannabis freigegeben sein. Ich sehe das etwas kritischer. Wenn ich mir sozusagen das allgemeine Bewusstsein zu diesem Thema ansehe, ist es ja, glaube ich, doch massiv unterentwickelt. Es ist richtig, dass Cannabis von allen gesellschaftlichen Geschichten geraucht wird, konsumiert wird. Aber trotzdem haben wir ja bisher die Situation, dass sich ein Innensenator Henkel sozusagen mit einer politischen Strategie hier in Berlin versucht zu präsentieren, die natürlich absurd ist. Aber die Mehrheitslage ist auch an der Stelle so, dass wir uns politisch eben nicht durchgesetzt haben. Und insofern frage ich, bezogen auf den Wahlkampf der Piraten 2016, wenn Sie dann selber nochmal antreten wollen, das ist ja offenbar noch nicht entschieden, ich fände es sehr schade, wenn Sie nicht antreten, was wir alle gemeinsam tun können, nämlich die Strafrichter, die eben sagen, gebt Cannabis endlich frei. Die Ärzte, die sagen, natürlich müssen wir das freigeben und natürlich muss man da auch verantwortlich mit umgehen. Aber offenbar, so meine Kritik, ist bisher über die Mobilisierung zu dieser Frage, nichts gegen euer Hanfmuseum, nichts gegen die Parade, bisher zu wenig getan worden von der Seite her, dass man eben nicht nur denen, die das eben konsumieren wollen, das Recht gibt, sondern überhaupt über dieses Thema, wie wir es heute Morgen so exzellent erfahren durften, so vertiefend darstellen, dass diese irrationalen Ängste gegen diesen Gebrauch dieser Droge endlich sich in Luft auflösen. Was muss man tun? Da muss man ein bisschen Geduld mitbringen. Politik machen heißt nicht Sprint, sondern Marathon. Und wir kämpfen ja nicht gegen ein Problem, das erst gestern entstanden ist, sondern wir müssen 4 Jahrzehnte Ignoranz und Propaganda überwinden. Und das zieht sich im Zweifel. Aber es zieht sich in die richtige Richtung. Ich bin jetzt seit 2001 aktiv in der Szene und die Diskussionen, die wir vor 10 Jahren öffentlich geführt haben, waren noch ganz andere. Es ist heute viel leichter möglich, mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Altersklassen und Bevölkerungsgruppen da ergebnisoffen darüber zu diskutieren. Man muss sich das mal vor Augen führen. Der CSU, Bundesgesundheitsminister, sagt öffentlich, wir müssen mehr Patienten den Zugang zu Cannabis als Medizin ermöglichen. Das wäre vor 4 Jahren, vor 2 Jahren noch undenkbar gewesen. Wenn wir den Herrn Gröhe gefragt hätten, ob er jemals ein Statement pro Cannabis als Medizin abgeben würde, hätte uns ausgelacht. Aber heute kommt er nicht drum rum. Und warum? Weil wir die Apothekenumschau auf unserer Seite haben. Weil die alten Omas da draußen jeden Tag in ihrer Zeitung lesen, das hilft. Und weil sich das rumspricht unter den Senioren. Ich war 2012 auf einer Deutschland-Tour und habe Werbung, Diskussionen, Demonstrationen etc. gemacht. Unter anderem war ich auch in Binz an der Uferpromenade und habe mich 10 Stunden lang am Stück mit Omas und Opas über ihre Wehwehchen unterhalten. Und jeder Zweite oder jeder Dritte hat mir so unter der Hand gesagt, ich habe das auch schon mal ausprobiert und es hilft, aber ich weiß halt nicht, wie ich rankommen soll. Und wenn die das, wie auch immer, leichter machen, an Cannabisprodukte ranzukommen, dann werden die Konsumentenzahlen im medizinischen Bereich explodieren. Die Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin hat als sehr, sehr konservative Schätzung 2 Millionen potenzielle Patienten in Deutschland. Nochmal 2 Millionen, wir haben aber aktuell nur 360. Selbst wenn ich alle Leute mitrechne, die in Krebstherapien sind und sowas und Dronabinol, also nur THC kriegen, keine natürlichen Cannabisblüten, sondern so halbsynthetische Cannabiswirkstoffe, dann sind wir knapp unter 6.000 Leute in Deutschland, die Zugang zu Cannabis als Medizin haben.
Vor 100 Jahren war es eine Volksmedizin. Vor 100 Jahren hat jeder Mensch in Deutschland Cannabis als Medizin genutzt. Das war mit weitem Abstand das am häufigsten verschriebene Mittel, insbesondere bei Bewegungsschmerzen. Und wie viele Menschen kennen Sie, die Rücken oder Knie haben? Ich möchte auch gleich eine Gegenrede halten zu dir. Ich glaube, es wird eher schneller kommen als langsamer, und zwar aus einer anderen Richtung. Also nicht aus der medizinischen, nicht aus der Konsumentenrichtung, sondern aus der finanziellen und aus der Steuerrichtung. Weil das, was wir ja gerade auch in Amerika beobachten, ist, dass in den Bundesstaaten, wo es jetzt eingeführt worden ist, auch zu einer Mehreinnahme in den finanziellen Haushalten geführt hat. Das heißt, wenn man sich halt ein Produkt hat, was normalerweise nur auf dem Schwarzmarkt gehandelt werden kann, gibt es auch keine Steuereinnahmen. Es gibt im Zweifelsfalle Geldflüsse, die nicht in den Landeshaushalt oder in den Bundeshaushalt fließen, sondern die fließen dann in andere Länder und Ähnliches weg. Und ich glaube, der Druck auch innerhalb unserer Gesellschaft wird einfach so groß sein, das Steuerpotenzial, weil das wird ja ähnlich wie Tabak oder dann wie Alkoholsteuer, die Cannabissteuer dann auch draufkommen. Es gibt keine Produkte, die nicht ordentlich besteuert werden. Und ein Suchtmittel oder ein Genussmittel wird dann auch ordentlich besteuert werden dementsprechend. Und wenn dieser Schwarzmarkt dann quasi durch einen legalen Markt ausgestattet wird, heißt es dann auf einmal sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse für Drogendealer, diese gesamte Absatzmarktkette dahinter, die Steuereinnahmen und ähnliche Produkte, das führt halt einfach dazu, dass sich auch Finanzer dann auf einmal Gedanken darüber machen, dass wir da eigentlich ein System geschaffen haben, was auf der gesamten Welt nur dazu führt, einen riesen Schwarzmarkt aufrechtzuerhalten, der im Zweifelsfall dann weltweit auch zu Todeszahlen führt. Und wenn man den halt einfach dadurch auch einfach, also dass wir in anderen Ländern dafür sorgen können, dass im Prinzip Drogenkriege dadurch aufhören, dass wir bei uns im Prinzip ja einfach einen legalen Markt dafür schaffen und dann halt einfach diese Wege auch abkapseln können, glaube ich, dass es einfach schneller vonstatten geht, weil der Druck auch einfach von dieser Seite größer ist. Und wenn in den USA noch ein paar Bundesstaaten nachziehen, fällt das da wie ein Dominoeffekt weg, weil halt dann man alle dann immer sehen mit den Randstaaten, wie die dann alle rüberfahren. Das ist ja ähnlich wie bei uns jetzt auch. Also in den Randlagen, in den Niederlanden sehen wir ja, wie im Prinzip deutsches Geld nach Niederlande rübergeht. Und das sind halt einfach auch Sachen, die in den Köpfen von Finanzern dann ablaufen werden, die sich dann fragen, okay, gut, das Geld will ich lieber in einem eigenen Wirtschaftskreislauf halten. Und vor allen Dingen möchte man halt nicht diese Kriminalisierung, die dann halt dazu führt, dass wir ja auch die gesellschaftlichen Kosten zu tragen haben. Also dass bei uns zurzeit Leute im Prinzip, wie du ja auch schon gesagt hast, im Knast sitzen, und wir müssen mit Steuermeldern das im Prinzip finanzieren, aus total bescheuerten Gründen. Ähnlich wie mit unserem Schwarzfahren und anderes, wo dann halt wirklich eine große Menge an Leuten im Prinzip noch bestraft werden, obwohl die Gesellschaft schon viel weiter ist. Und ich glaube, dass solche Sachen auch einfach dafür führen, damit es ab und zu auch schneller geht. Da habe ich zwei Anmerkungen dazu. Zum einen, ich glaube nicht, dass Geld einen entscheidenden Einfluss haben wird. Dafür sind die Mengen an Geld einfach zu niedrig. Vor 10 Jahren hätten wir da noch drüber reden können, aber wenn ich mit Bundespolitikern darüber spreche, dass man da 2, vielleicht auch 3 Milliarden Euro pro Jahr holen kann, dann lachen die mich aus. Die geben ein Hundertfaches für die Bankenrettung aus. Die sind einfach mittlerweile andere Zahlen gewohnt. Und wir vergessen in der Diskussion auch gerne, dass man mit Cannabis verbieten ja auch Geld verdient. Die Gefängnisse, die Polizisten, die Ausstatter, der Hersteller von Polizeiautos, die Laboranalysen und sowas, das ist auch alles Bruttoinlandsprodukt. Und da würde ein Teil wegfallen, Wertschöpfung wegfallen. Und viele Leute, die heute in entscheidenden Positionen sind, sind genau in diese Wertschöpfungsketten mit eingebunden. Der Chili hat die Passgesetze unter anderem deshalb verschärft, damit er seine eigene Passherstellungsfirma besser am Markt platzieren kann. Und Innensenatoren stehen bei mir immer unter dem Verdacht, auf der Gehaltsliste der Mafia oder der Pharmaindustrie zu stehen. Jetzt gibt es aber dazu noch eine kurze Anmerkung. Ich glaube, in Colorado war es 2012 so, dass mehr Umsatz gemacht wurde mit Cannabis als mit Mais und Weizen. Das ist in der ganzen Welt so. Cannabis, Hanf ist bis heute die Feldfrucht Nummer 1. Allein was Kalifornien mit Cannabis erwirtschaftet, ist mehr als die ganze USA mit Getreide. Ja, also erstmal vielen Dank für den Vortrag. Also die meisten Informationen kenne ich auch schon seit einigen Jahrzehnten. Es ist also was das Verbot des Hanfanbaus angeht, wirklich ein Phänomen, was man schwer erklären kann. Also du hast ja auch so ein bisschen auf die Verschwörungstheorien eingegangen.
es ist eine ganz unerklärliche Lobbyarbeit gewesen. Also es wäre etwa so, wenn man gegen Alkohol vorgeht und dann den Kornanbau verbietet. Ja, also vielleicht ein bisschen übertrieben, aber in der gleichen Weise. Und das ist natürlich ganz wichtig, das eben auch wieder ins Lot zu bringen. Wie schnell das nun geht, ich bin da etwas skeptischer. Nicht? Also das Steuerargument haben wir gerade gehabt, also in den USA, wo jetzt eben in einigen Bundesstaaten der Hanfanbau ja wieder also legal ist, ja, brechen die Preise gerade eben eher ein. Oder also deswegen, wenn Hanf eben eine ganz normale Feldfrucht ist, die angebaut wird, kann man damit natürlich auch Steuereinnahmen machen, aber eben nicht in dem Maße, wie man es jetzt erwartet, wenn man die illegalen Preise zugrunde legt. Nicht? Wichtig ist, und das wäre dann nochmal eine Frage, es geht ja auch nicht um, also bei der Suchtpolitik und ja, Drogenpolitik, nicht allein um Cannabis. Ja? Es ist, das muss man an der Stelle eben auch immer wieder deutlich sagen, Suchtkrankheit ist völlig unabhängig vom Stoff oder relativ unabhängig vom Stoff. Es ist eine Krankheit, zu der Menschen neigen oder nicht neigen. Da brauchen sie eben auch Beratung und Behandlung. Und das ist eben am allerbesten, wenn eben Stoffe nicht diskriminiert werden. Das heißt, wenn eben auch Stoffe gehandelt werden, die man heute als Drogen bezeichnet, als Medizin auch zur Verfügung stehen und entsprechende Beratung stattfindet. Bis wir dahin sind, glaube ich, das wird lange dauern und leider lange dauern, weil da eine Bewusstseinsumkehr in der Bevölkerung notwendig ist. Eben Aufklärung und Bewusstseinsumkehr im Umgang mit solchen Stoffen. Und das Argument, was ich eben auch immer höre, also gegenüber Cannabis ist, ja, also Cannabis ist ja diese Einstiegsdroge. Ja. Also das mag ja alles wahr sein und nicht so, gar nicht so schlimm sein, aber wenn wir erstmal Cannabis erlauben, dann folgen eben alle anderen Drogen, dann gibt's also, dann steigen die Suchtkranken und das Drogenproblem ins Unermessliche. Völliger Blödsinn. Das ist richtig. Cannabis ist die Einstiegsdroge und zwar in den Einstieg aus dem Ende der Prohibition. Wenn wir Cannabis legalisieren, dann werden die Menschen verstehen, dass es mit Heroin, mit MDMA, mit LSD und was auch immer die Leute sich sonst reinpfeifen, besser ist, legal umzugehen, als es zu illegal zu machen. Ja. Und das ist tatsächlich eine Einstiegsdroge, aber halt eine politische Einstiegsdroge, nicht aus medizinischer Sicht. Und da haben die Politiker schon recht, die meinen das nur anders, als wir es verstehen. Ja, das sage ich ja. Also das Blödsinn bezog sich ja gerade darauf, dass wenn man eben tatsächlich eine sinnvolle Politik macht an der Stelle, dass dann eben auch klar ist, dass man mit allen Drogen anders umgehen muss. Ja, und das ist eine Erkenntnis, die insbesondere in der Hanfszene auch noch nicht flächendeckend angekommen ist. Ja. Wir haben ganz viele Substantisten unter den Cannabiskonsumenten, Leute, die sagen, meine Droge ist besser als deine Droge, sind Substantisten. Und da gibt es auch unter den Cannabiskonsumenten Aufklärungsbedarf. Zum Glück ist die treibenden Kräfte in der Legalisierungsbewegung sind keine Substantisten. Das war ein langer Weg, aber ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute, die heute für legales Cannabis kämpfen, in 10 Jahren auch an meiner Seite stehen werden, wenn wir um legales Heroin, legales Kokain und sowas streiten. Gut, damit meine Frage auch praktisch schon beantwortet. Ich wollte nur anmerken, GBA, also gemeinsamer Bundesausschuss, nicht? Geht es nicht nur um Cannabis, also da werden eben sehr viele Medikamente praktisch vorgeschrieben. Ja? Also der Arzt ist heute nicht mehr frei, alle Medikamente zu verschreiben. Also das ist es sei denn, der Patient ist reich genug, um die Medikamente selbst zu bezahlen. Ganz genau. Das ist eine Rationierung gegen wir, die wir unabhängig vorgehen müssen. Also nicht nur ein Problem mit Cannabis. Erstmal habe ich wahnsinnig viel gelernt heute. Dankeschön. Und es ist ja auch eine Frage der Kosten. Ich habe letztens im Fernsehen gesehen, da hat ein junger Mann, ich glaube es waren 3x5 Gramm Wirkstoff,
für 300 Euro kaufen dürfen. Ja. Hm? Wie realistisch sind die Preise jetzt und wie kann sich das entwickeln, wenn es wirklich mal legalisiert wird, und wie werden dann die Preise fallen vermutlich? Da muss man trennen zwischen der medizinischen Versorgung und der Genussmittelversorgung. Im medizinischen Bereich ist es so, die Erzeugerkosten für die niederländischen Firma liegen so zwischen 50 und 60 Cent pro Gramm. Das heißt, wir müssen mit einem Einzelhandelspreis von um die 4 Euro Minimum rechnen. Vermutlich mehr, mehr vor allen Dingen deshalb, weil wir da ein dreifaches Monopol hintereinander haben. Es gibt in den Niederlanden nur einen Anbieter, der anbauen darf. Es gibt nur ein Unternehmen, das nach Deutschland importieren darf. Und jeder Patient darf sich genau eine Apotheke aussuchen, an die er sich bindet. Das sorgt dafür, dass in Berlin aktuell der Apothekenpreis so bei 14,50 pro Gramm liegt, also mal eben zweimal so teuer wie auf dem Schwarzmarkt. Im Zweifel ist die Qualität aber so gut, dass der Preis aus Patientensicht gerechtfertigt ist. Es nützt mir nichts als Patient, in die Hasenheide oder in Görlitzer Park zu gehen und dort verunreinigte Cannabisprodukte zu kaufen. Gerade Patienten haben eine niedrige Toleranz, was Streckmittel wie Haarspray, Zucker und so weiter angeht. Für den Genussmittelmarkt ist es so, wenn wir in die USA gucken, dort sind die Preise im ersten Jahr um 75% eingebrochen. Wenn ich das auf Deutschland übertrage, dann entstehen Endkonsumentenpreise so von 2 bis 3 Euro plus Cannabissteuer, plus Mehrwertsteuer, Sozialversicherungsabgaben, sodass wir am Ende so bei 6, vielleicht auch 7 Euro für ein Gramm Marihuana landen. Und für Haschisch so 10, vielleicht auch 12 Euro bezahlen werden auf einem legalen Markt. Aber ich sage Ihnen ehrlich, ich bezahle lieber 1 Euro mehr und kann dann mit kontrollierter Qualität nach Hause gehen. Und ich weiß, wenn ich nächste Woche in den gleichen Laden gehe, dann kann ich das gleiche Northern Lights oder Jack Herer zu der gleichen Qualität und dem gleichen Preis wieder kaufen, als ich spare mir die Sozialversicherungsabgaben und muss dafür jeden Morgen damit rechnen, wenn es um 6:30 an der Tür klingelt, sind es die Herren in Grün. Aber die Aussichten in finanzieller Hinsicht, die sind also für abhängige Kranke doch ganz gut. Patienten werden mittelfristig die Cannabisprodukte von der Krankenkasse bezahlt kriegen, das heißt von uns allen. Mhm. Und so sollte das in einem solidarischen System auch sein. Mhm. Wenn die Bundesbehörden das nicht rechtzeitig machen, verspreche ich Ihnen, dass wir eine Initiative für den gemeinschaftlichen Eigenanbau sehen werden, sogenannte Cannabis-Social-Clubs für Patienten, weil damit halt Erzeugerkosten von unter 1 Euro pro Gramm möglich sind. Und das ist dann für die Patienten viel eher erträglich als 14, 15, in manchen Bundesländern 22, 24 Euro pro Gramm. Gut, danke schön. Es war nur so entwürdigend übrigens der Beitrag da im Fernsehen. Der junge Mann, der hat sich das nun mal gegönnt. Für 300 Euro und das kann er sich also ganz, ganz selten leisten, abgesehen davon, dass es ja auch immer schwierig zu kriegen ist. Ne? Um es mal ganz klar zu sagen, ich kenne über 200 der in Deutschland mit Ausnahmegenehmigung aktiven Patienten und kein einziger Patient, den ich kenne, lebt legal. Alle kaufen sich so wenig in der Apotheke, wie sie sich gerade noch leisten können und versorgen sich dann nebenher illegal, Eigenanbau, Schwarzmarkt etc. pp., weil kein Patient in der Lage ist, die Therapie vollständig zu bezahlen. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen, zum Beispiel Alexander Jähn, der hat die AOK, bei der er ist davon überzeugt, durch renitentes Verhalten, dass die dem das Cannabis tatsächlich heute schon bezahlen. Und er hat im letzten Jahr 15.000 Euro Apotheken Marihuana verkauft, hat im Moment aber das Problem, er kriegt keins. Es gibt einfach nichts zu kaufen, der Markt ist leer, der Schwarzmarkt ist nie leer. Okay, wir kommen zum Ende. Es bleiben offene Fragen. Ich finde es schade, dass wir das mit der Einstiegsdroge noch nicht so richtig klären konnten, weil es gibt Beispiele dafür, dass es eher als Ausstiegsdroge benutzt wurde, bei schwerer Heroinabhängigkeit zum Beispiel, um den Entzug zu dämpfen und solche Dinge. Das können wir heute aber nicht mehr anschneiden. Ich freue mich sehr, dass du gekommen bist und vielleicht legen wir da noch mal was nach. Mal gucken. Ich empfehle euch wirklich einen Besuch im Hanfmuseum mit einer Führung. Es ist genauso informativ, wenn nicht noch informativer als heute. Und kann das einfach nur empfehlen. Wir haben es selber mal gemacht. Und ja, vielen Dank fürs Kommen und vielen Dank für deine interessanten Ausführungen, Steffen. Vielen Dank für die Einladung.